No gunshots, but they getting low, 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 getting low. Mädels, meine Fresse, ich habe mir gerade den neuen Trailer zum Supremacy DLC angeschaut und ich muss sagen, ich bin so verdammt motiviert, dass ich noch nicht mal Zeit habe für meinen geilen Introspruch. Worum geht's? 4 neue Maps, ein neuer Zombie-Modus und das Ganze schaut sowas von lecker aus. Wenn ihr euch den Trailer noch nicht angeschaut habt, dann macht das jetzt sofort gleich. Pausiert das Video, geht in den scheiß verdammten Trailer rein. Ey, ist der Wahnsinn. Ganz im Ernst, so einen geilen Trailer gab's noch nie. Als erstes möchte ich ganz kurz ansprechen, wie werden solche Sachen eigentlich inszeniert? Wie werden solche Killfeeds aufgebaut? Wer spielt da eigentlich wirklich? Ganz klare Geschichte. Das sind Leute von der eigenen Entwicklerfirma. Die spielen da gegen Bots oder gegen sich selber und deswegen kann man das natürlich auch so geil inszenieren. Deswegen kriegt er zum Beispiel auch in London da diesen einen Collateral, weil der natürlich dann das Proben die 10.000 Mal durch, ne? Da steht da, einer stellt sich hinten hin, der eine hüpft ihm ins Bild und der andere zielt 10.000 Mal dahin und irgendwann kriegt er den Kill natürlich. Deswegen schaut das so wahnsinnig geil aus, aber ganz im Ernst, Mädels. So oft das auch probiert wurde. Es schaut sowas von nice aus. Aber fangen wir vorne an. Und zwar in Kremlin, Moskau. Das ist die erste Map. Schaut ziemlich nice aus. Man sieht so ein paar so Moskwas im Hintergrund. Ich habe keine Ahnung. So russische Kirchen. Ihr wisst, wo es läuft. Schaut ganz toll aus. Ist ein tolles Szenario irgendwie, finde ich. Bisschen Schnee hier und da. Und toll sind auch die IMS, die da aus dem Boden kommen. IMS gab es ja so als Killstreak noch nicht. Finde ich cool, dass sie das reingenommen haben, dass ihr das in fast jedem anderen Call of Duty auch gegeben hat, ne? Finde ich ganz nett. Als nächstes, Parlament in London. Das schaut richtig geil aus. Da haben sie wirklich gute Arbeit geleistet, die Grafikdesigner. Gerade der Regen schaut richtig nice aus, als der den einen da so über die Entfernung gesniped hat. Regen schaut echt krass aus. Die Killstreak ist ganz in Ordnung, aber ich glaube, die Map insgesamt wird ziemlich cool werden. Ich hoffe, dass da nicht zu viele Sniper sein werden, da das ja doch ziemlich offen ausgeschaut hat. Aber insgesamt wird wahrscheinlich sowas sein wie Showtime. Also ganz okay insgesamt. Auf Parlament muss ich sagen, ganz im Ernst, freue ich mich am meisten, da wirklich die Grafik einfach nur geil ausschaut. Also wenn sie das mit dem Regen halbwegs hinbekommen, dass da halbwegs das wirklich so aussieht, als ob da echt Regen von oben kommen würde, dann wird das meine neue Lieblingsmap. Ich sag's euch. Als nächstes Compound. Schaut auch ziemlich geil aus. Das ist so ein Trainingsgelände und da gibt's überall so Sprachanlagen und da redet dann dieser Gruppenführer mit den Leuten, dass man halt mehr auf seine Ecken achten muss, dass jetzt irgendwo wer hinten in campen wird, dass man den Satellite, also die Drohne zurückholen soll, dass man auf die Fahne achten soll und weiß der Geier was nicht alles. Und gibt so im Prinzip so ein paar Callouts und Tipps. Finde ich ziemlich geil gemacht. Ist eine lustige Idee. Und insgesamt muss man natürlich sagen, sie haben sich da schon ein bisschen Mühe gegeben, finde ich, die Entwickler, um ein bisschen Innovation reinzubringen. Klar, wir sehen, wahrscheinlich spielt nicht jeder so gerne AW jetzt noch um die Zeit, wie vielleicht damals Black Ops 2 um dieselbe Zeit. Aber sie wollen natürlich trotzdem, dass die Leute weiterhin die Inhalte kaufen. Und ich finde, das machen sie, da bieten sie gute Anreize, dass sie wirklich dann Innovationen probieren zu erzeugen. Letzte Map ist Skyrise. Das ist natürlich die Lieblingsmap aller MW2-Spieler. Kann man wunderschön snipen. Die bringen sie auch rein. Finde ich cool, dass sie Skyrise reinbringen. War wirklich eine tolle Map. Und, natürlich Exo-Zombies. Exo-Zombies. Exo-Zombies schaut richtig, richtig, richtig geil aus. Da kommt einiges Neues auf uns zu. Einerseits natürlich irgendwas mit so einer komischen Bombe. Ich habe keine Ahnung, worum es da geht. Einerseits sagt die Stimme, das finde ich richtig komisch. Don't let them defuse the bomb. Also lasst sie die Bombe nicht entschärfen. Und andererseits seht ihr dann, wie der Spieler selbst die Bombe entschärft. Also vielleicht gibt es hier das erste Mal so 2 gegen 2 Teams gegeneinander spielen, dass man so um Punkte geiert, wie das so ähnlich in Black Ops 2 mal kurzzeitig war, dass man so Teams gegen Teams spielen konnte. Das wäre eine richtig geile Sache und so ein bisschen Suchen und Zerstören mit drin hätte. Keine Ahnung. Oder ist es irgendwas anderes? Vielleicht kann man als Zombie mitspielen. Ich habe keinen blassen Schimmer, dass man so kurzzeitig als Zombie sein kann und dann die Bombe entschärfen kann. Weiß der Geier was. Keinen blassen Schimmer. Was natürlich noch dazu kommt, ziemlich geile Falle, die so, das ist wie so ein, ich weiß nicht, wie man das sagen soll, wie so ein großer Schneeschieber auf den Straßen, wisst ihr, der so alles einmalen kann. Der befährt jedenfalls die Zombies wie so ein Gartenroboter, der den Rasen mäht, finde ich das. Nur ein groß. Richtig, richtig geile Sache. Unglaublich cool schaut das Ding aus. Ich bin gespannt, wie effektiv das Ding dann ist. Und es überrollt richtig geil die Zombies. Also ganz im Ernst. Ein paar neue Zombies gibt es natürlich wieder. Diesen einen mit der komischen Schutzbrille. Der schaut ein bisschen, weiß ich nicht, zukunftsmäßig aus. Keine Ahnung. Aber ansonsten freue ich mich auf jeden Fall schon auf die neue Umgebung. Spielt ja irgendwie auf so einem riesengroßen Schiff. Keine Ahnung, wie das werden wird. Das heißt Carrier die Map. Also wird wirklich irgend so ein Flugzeugträger sein. Und was auch noch gibt, ist so ein neues Perk, glaube ich, ist das. Explosive Touch, oder Explosion Touch, heißt das, glaube ich. Das schaut auch richtig geil aus. Da ist man dann begleitet von solchen Rotationskörpern, die da so um einen herumfliegen, wie so kleine Bomben. Und die können dann, da kannst du dann komplett durch Zombieherden durch
rushen und die fetzen alles mit sich. Schaut richtig, richtig geil aus. Also wirklich, finde ich cool, weil ich habe mir immer gedacht, was passiert jetzt, wenn ich wirklich mal in die Zombieherde reinlaufen würde? Kann man da irgendwas machen? Anscheinend haben sich die Entwickler da auch Gedanken drüber gemacht und ich finde es richtig geil gemacht. Ganz im Ernst, es schaut wirklich nice aus. Also insgesamt, ich freue mich unglaublich. Habe ich noch ganz vergessen. Die neue Zombie-Waffe schaut richtig geil aus. Ist wie so ein Laserstrahl, der einfach alles durchschneidet. Wenn du reinfliegst, die zerschneidet es einfach. Ist wie wenn du so mit einer Kettensäge einmal durchfahren würdest. Wäre halt nur in riesengroßer Verlängerung, weil der Strahl geht ja wirklich durch alles durch. Schaut richtig geil aus. Ich hoffe, das Ding ist ein bisschen OP. Vielleicht so wie die Schallwaffe im Kino der Toten. Diese, wie hieß die, Zeus-Kanone oder so ähnlich. Vielleicht, dass sie wirklich noch One-Hit-Kill ist auf richtig hohem Level. Und ich freue mich unglaublich drauf. Das DLC kommt raus am 2. Juni für Xbox One natürlich als erstes. Das heißt, wir müssen noch bis zum Juli warten. Ungefähr 10. Juli ist natürlich scheiße. Aber wir freuen uns auf das nächste Call of Duty und hoffen, dass sie da mal ein bisschen vielleicht Rechte an Sony abtreten. Die Hasen. Nicht wahr? Hier übrigens, toller Sniper-Versuch. Möchte ich noch kurz drauf zu sprechen kommen. Ich hasse diese Sniper, ne? Ich weiß nicht. Ich tue es auch gleich weg. Kein Sniper-Versuch. Nee, keine Ahnung. Das ist jetzt schon der letzte Kill hier fast. Und damit ist das Video auch schon fertig. Ich freue mich wahnsinnig auf das DLC. Ich glaube, das wird das beste DLC soweit werden. London, das Parlament schaut richtig geil aus. Der Regen schaut unglaublich realistisch aus. Muss man ganz ehrlich sagen, für so einen Shooter, bei dem nicht wirklich immer alles rund läuft. Und natürlich die Exit-Zombies, da werden sie einiges Neues reingetan haben. Vielleicht kann man endlich mal gegeneinander spielen. Und ansonsten freue ich mich trotzdem drauf. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Suchen Sie Steuermontage, kommen wir nächsten Tag, wenn das Video rauskommt. Und lasst mir ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat, schaut euch unbedingt den Trailer an. Abonniert meinen Kanal, schreibt Fragen in die Kommentare, eure Meinung auf jeden Fall zum DLC, wie ihr über die Parlament-Map nachdenkt und über andere Maps. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, macht's gut und bis bald. Ciao!